Wir bewegen die Kinder stundenweise in der Halle mit und ohne Ball und versuchen ihnen die Freude und den Spaß am Sport zu vermitteln. Ja, Sport vernetzt. Ich versuche es mal kurz zu beschreiben. Sport vernetzt ist ein neu aufgelegtes Sportprogramm rund um Ballsport und Bewegung vor allem in Kindergärten und in Schulen. Dass Sportvereine in Schulen Sportangebote anbieten, ist wirklich nicht neu. Was neu daran ist, ist, dass wir eben in den Schulen sind und auch dort bleiben werden. Also es ist nicht die Aufgabe der Kinder, irgendwann bei uns in den Sportverein zu kommen, sondern wir leisten das Angebot eines Sportvereins vor Ort in der Einrichtung. Der TVE Barob kooperiert seit heute, dieser Kick-Off-Veranstaltung, mit Alba Berlin, die das Projekt Sport vernetzt als Initiator ins Leben gerufen haben, das in Berlin schon seit 10 Jahren umsetzen und nun Standorte gesucht haben, um das Projekt deutschlandweit auszurollen. Alba Berlin ist ein Profi-Basketballverein, der aber auch ein großes Kinder- und Jugendprogramm hat. Und genau, das sind wir. Und wir denken und arbeiten sehr ganzheitlich, also vom Profiteam bis zum Kitasport. Versuchen wir Ideen zu entwickeln, wie man mit Kindern Sport machen kann. Wir haben im Oktober an der Brücherhof Grundschule hier gestartet und mittlerweile sind wir auch an der AWO-Kita und an der Fabido-Einrichtung hier quasi um die Ecke. Hagen und Essen machen schon mit. Wir sind in Gesprächen mit Duisburg und Gelsenkirchen. Und warum das nicht ausbauen hier? Erstmal allgemein sportlich angelegt. Es können ja auch Handballer, Fußballer, Schwimmer oder Hockeyspieler da rauskommen, die dann zum Sport begeistert werden. Und dass man Strukturen schafft, die Kindergärten, Grundschulen und Sportvereine miteinander vernetzt. Ich wünsche mir, dass die Kinder vielleicht mehr Vereinsleben einfach kennenlernen. Ja, Teamgeist. Soziales Verhalten, Strukturen durch das Programm erlernen.